Ach ja, das Fleischerbeil hier, sehr cool. Was ist das? Rogas, riesiger Stein. Erhöht eure Leben pro Sekunde um bis zu 80% basierend auf eurem verlorenen Leben. Okay. Paulus Kyras, schlechter Schnitzer der Zweihänder. Geil. So, Atem des Totems habe ich 64. Jetzt machen wir mal Folgendes. Widerstand gegen alle Schadensarten. Ich frage mal Jeremy, ob er den braucht vielleicht. So. Zack, zack, das schmeißen wir mal weg. So, wiederverwendbare Teile mal 10. Die wiederverwendbaren Teile sind cool. So. Ich habe da mal ein Steinchen hingelegt, Jeremy. Schau mal, ob das für dich in Ordnung ist. Ob du damit was anfangen könntest, in der Theorie. Ich gehe mal hier hin. Seltene Gegenstände aufwerten. Set-Gegenstände umwandeln. Stufenanforderungen entfernen. Nein. Wiederverwertbare Teile umwandeln. Genau, jetzt machen wir Folgendes. Hier so einen rein. Füllen. Ich würde das zwar nicht tun, aber das hat euch ja noch nie aufgehalten. Genau, so kann man das nämlich machen. Dann kriegen wir gleich noch ein bisschen was. Geistreich. Dann nehmen wir davon nämlich noch ein bisschen was mit. Ja, sollt ihr haben. Zack. Ihr verfügt nun über ein uraltes, wundersames Artefakt. Und dafür wollt ihr es verwenden? Wie ihr meint. So, wie viel haben wir noch? Ja, machen wir nochmal zweimal. So. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen was als Vorrat. So, dann können wir den Rest jetzt verschrotten. Seid ihr bereit? Bis bald. Das ist zu teuer. Mit dem Würfel kann man jetzt schon ein bisschen was machen. Wille des Inarius. Da habe ich, glaube ich, mittlerweile auch schon alle Set-Teile davon gehabt, von dem, vom Inarius. Aber gut. So. Na, Freunde, ich verschrotte die jetzt mal. Ich crafte jetzt einfach mal die Armschienen selber. So, und zwar zwei Stück. Die crafte ich jetzt mal. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob es damit besser geht, wenn wir die selber craften. Ich kann es mir zwar nicht wirklich vorstellen, aber es ist langsam echt lästig. Seltene Gegenstand aufwerten. Ihr verfügt nun über ein uraltes, wundersames Artefakt. Und dafür wollt ihr es verwenden? Wie ihr meint. Okay, ich krieg's einfach nicht. Ich krieg die einfach nicht zusammen, diese blöden Handschuhe. Ich weiß auch gar nicht, wie selten die sind, aber langsam aber sicher wird's lächerlich. So. Langsam wird es lächerlich. Vor allem Atem des Todes ist immer so absoluter Ausnahmezustand. Vergessene Seelen. Habe ich 301 Stück. Naja. So. Bewegungsgeschwindigkeit. Abklingzeitreduktion. Kommen auf 10% dann. Zack. Hier Flächenschaden. Zack. Lebensregeneration können wir dann machen. Offensiv. Kritische Trefferchance. Den Trefferschaden können wir dann als nächstes erhöhen, dass wir da noch ein bisschen drauf kommen. Angriffsgeschwindigkeit können wir dann eigentlich auch noch machen. Würde ich aber danach machen, glaube ich. Nach Abklingzeit Reduction, oder? Naja. So. Hab wieder ein Portellchen aufgemacht, Jeremy. Trag Ulz Krallen. Ja, ja. Besitzt ihr die Kraft? Ich denke schon. So. Magier spawnen und gut ist. Nein. Das ist manchmal echt frustrierend, wenn du einfach nur auf ein einziges Item wartest und alles mögliche, keine Ahnung, Creeps machst, Kadala machst, das den Würfel benutzt tun. Und einfach dieses Item nicht herkriegst.
Wahrscheinlich gibt es sie so gar nicht. Das kommt als nächstes. Die gibt es dann wahrscheinlich erst es irgendwie... Es geht schon wieder. Als ganz spezielle Belohnung dann, keine Ahnung. Gibt es nicht so als normalen Drop oder durch Schmieden oder durch Craften oder sonst irgendwas. Achso, mal das ein Schrein. Malifant der Blasphemische. Das wird eine Herausforderung, nein. Ich ergreife die Flucht, das ist sehr gut. Aber auch irgendwie doof, wenn ich dann in die Gegner reinflüchte. Au. So, tschüss. Genug geärgert. Achso, da geht's nicht weiter. Sehr gut. Dann. Achso, da oben. War da Jeremy noch rum? Ich komme gerade nicht hin zu dir, Jeremy, weil da ist Blockade. Na toll. Ich würde gerne meine Magier auch befehligen können auf ein Ziel. Das wäre doch geil. Wenn die mich die Schilde aktivieren, diese Gegner, dann kannst du halt nichts mehr machen. Und dann ballern die halt auf diese Gegner drauf, aber kriegen null Damage. Das ist dann so ein bisschen Verschwendung. Das ist bei Land der Toten auch oftmals so. Wenn du irgendwelche Gegner hast, die... Also Champions hast, die so ein Schild casten. Dann zündest Land der Toten, die haben alle den Schild, aber du kommst halt nicht durch. Dann ist halt vorbei. Meine Erkenntnis wächst. Achso. War ein Schwert. Das ist unmöglich. Ich dachte, ich habe Handschuhe gelesen. So fängt's an, liebe Leute. So fängt es an. So sieht man nur noch Handschuhe. Das kann ich nicht tun. Überall. Handschuhe, Handschuhe, Handschuhe. Wahrscheinlich träume ich heute noch von Handschuhen. Boah, das wäre schlimm, wenn ich die ganze Nacht von Handschuhen jetzt träumen würde. Und nur weil ich in Diablo 3 keine Handschuhe gelootet habe. Beziehungsweise nicht die Handschuhe, die ich brauche. Zack, 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 zack. Ja. Das ist unmöglich. Wieso hat Jeremy eigentlich ein Herz in der Hand? Das finde ich ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein. Das wird nichts. Und ich glaube, Jeremy hat ein Herz in der Hand. Das muss ich mir gleich mal anschauen dann. Aber ich glaube, Jeremy hat ein Herz in der Hand. Euer Grab ruft nach euch. Ah ja. Ich bin fällig, ist unmöglich. Zweihandsense. Gürtel. Ja. Das wird nichts. Erste Mal mit was ich auch... Handschuhe. Toll. Wieder nicht die Handschuhe, die ich haben will. Mann, Spiel. Auf mich zu mobben. Schmeißt mir 8 Milliarden ein paar Handschuhe hin, aber keines von denen, was ich wirklich hab, brauche oder haben will oder... Die Welt ist eurer überdrüssig. Das ist echt ätzend. So. Na, komm, das wird nichts. Tam, 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 tam. Ich kann meine Ausrüstung ja mal transmogifizieren, damit sie anders aussieht. Ist das ein Fürst hier? Nein. Ein Ring. Okay. Vielleicht mal was wir brauchen können. Das wird nichts. Also die Items, die wir jetzt haben, wäre ich auch nicht abgeneigt, wenn die besser werden würden. Also sprich, wenn wir irgendwas von unseren Items finden, wo man sagt so, ja... Das hat sie jetzt mal gelohnt zur Abwechslung, weil wir noch das mehr Damage machen oder mehr Boni kriegen oder sonst irgendwas, wäre ich auch nicht abgeneigt. Verfault und verrottet. So, mal das ist unmöglich. Hier. Okay, ich bin rechtzeitig rausgekommen. Jeremy hat diesen Vorteil, der kann einfach raus. Das ist unmöglich. Flitzen. Das kann ich nicht mehr, weil ich diesen Skill nicht mehr drin habe. Schulterschutz. Schön.
Dafür habe ich dann das Simulacrum drin. Das wird nichts. Womit ich mehr Damage mache. So. Nein. 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 Wir machen nichts hier mit. Das wird nichts. Keine Ahnung. Mir fällt nichts Blödes ein gerade. Jetzt wollte ich gerade wieder mal den Kartoffelrussen machen, aber mir fällt kein blöder Spruch ein oder kein Satz ein, was ich sagen könnte. Ich werde zu unkreativ irgendwie. Hallo, Magier? Ich werde schwächer. Ha. Huh. Übrigens soll das selbst die Bollwerk-Dämonen hier ihre Schilde machen, ich die trotzdem wegballer, während ihre Schilde diese aktiv Kreatur haben. Wird sterben. Verfault und verrottet. Zweihand-Axt. Toll. Brauche ich alles nicht. Auf dieses Weg ist unmöglich. Ich bin schwer verwundet. Geheilt. Ja, das war jetzt interessant. Das war echt Glück jetzt, dass die Heilkugel da auch direkt nebendran war. Sonst wäre ich jetzt echt verreckt. Das kann ich nicht tun. Hm. Manchmal braucht man auch einfach mal Glück. Das ist unmöglich. Fürchtet nicht das Ende. So, Massaker-Bonus. Nein. Da müsste der Portalwächter eigentlich kommen. Dann hätten wir mal wieder. Wow. Nein. Der Portalwächter ist hier. Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Ach, da hinten. Da war er. Das kann ich nicht tun. So, ein Ring. Geil. Zack. Den Portalschlüssel nicht nehmen. Schön. Nein. Nacht umfängt euch. Ich muss zurückkehren. So, jetzt aber. Zurück in die Stadt. Was haben wir denn wieder Schönes? Was ist das? Handschuhe der Seuche. Mhm. Die Windrose. Ach, cool. Wir haben die Windrose neu. 437 Intelligenz. Aha. Angriffsgeschwindigkeit um 7% erhöht. Angeblich mache ich damit plus 4% Schaden. Aha. Wie soll das gehen? Wahrscheinlich wegen der Angriffsgeschwindigkeit oder wie? Wegen den 7%. Das ist ja nicht so toll. Was haben wir hier? Zurückhaltung. Set. Ach so, okay. Das ist der andere. Kremls Verstärker-Dingens. Valtoris, versteinerter Stachel. Mhm. Kennen wir ja schon. Ohrenkette. Haha. Was haben wir hier? Mantel des Kanalisierens. Schlagfertige Siegel. Okay, Zurückhaltung. Der Ring hier ist irgendwie, weiß ich nicht. Wir machen weniger Basisschaden. Haben weniger Intelligenz. Das ist geil, wir machen 5,3% mehr Damage. Hä? Ich frag mich, wie das geht. Weniger Intelligenz. Ist total geil. Der Ring ist viel schlechter. Weniger Schaden, weniger Intelligenz. Macht das nur die Angriffsgeschwindigkeit jetzt aus? Dass wir jetzt praktisch hier mehr Damage machen. Hm.
Gerade manche Items hatte ich in dieser Season noch nie und andere tausendmal. Ja, das ist echt schlimm. Also ich habe die Windrose zum Beispiel, ist das zweite Mal, dass ich diesen Ring jetzt hier kriege. Das ist echt irgendwie total bescheuert. Vor allem, wenn du halt auf so Builds baust, dann brauchst du halt immer die gleiche, oder brauchst halt viele Items, aber das ist so... Bäh. Jetzt mal ganz kurz. Damage 790.000. Die Menge an Schaden, die ihr pro Sekunde verursachen könnt. Der Schaden hängt ab von euren Waffen, euren Attributwerten, eurer Angriffsgeschwindigkeit. Krass, das macht echt so viel aus. Offensichtlich macht das wirklich so viel aus, dass du die Angriffsgeschwindigkeit drauf hast. Naja, okay. Wir probieren es mal, aber dafür muss ich erstmal... So, Zurückhaltung, der kann weg. Dafür muss ich aber erstmal den... schauen, ob ich da einen... anderen, einen Sockel reinbekomme. Das ist gar nicht mal so ohne... Nagelring. Es ist fantastisch. Jeder Ring macht gefühlt... ist gefühlt viel, viel besser als den, was wir haben. Das ist total geil. So. Wir probieren es mal eben. Wir schauen mal, ob wir da einen Sockelslot reinkriegen. Anstelle der Bewegungsgeschwindigkeit. Geht das? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach doch, das geht anstatt der Bewegungsgeschwindigkeit. Anstatt der Bewegungsgeschwindigkeit kann ich echt... einen Sockel reinballern. Probieren wir das doch mal. So. Ein Sockel. Na, geht doch. So. Dann hier 5,3% mehr Schaden. Nein. Wo sind wir? Hier sind wir. Nein, hier. Den raus. Da rein. So, haben wir das. Den heben wir mal auf, weil den können wir eigentlich umschmieden dann. Dann haben wir jetzt nämlich einen zweiten, dann haben wir jetzt nämlich den Ring hier, den können wir umschmieden, dann kriegen wir da nämlich noch ein bisschen, vielleicht ein besseres Item raus. Das wäre ganz gut. So, jetzt mal schnell schauen, Tasca und Theo, vielleicht das kriegen wir es ja. Ist mit den, vergesst nicht, dass das kann ich mir nicht leisten. Ich möchte echt mal wissen, was die Chance ist, Tasca und Theo zu kriegen. Das muss so eine Chance sein, die... Ich habe mich jetzt gefreut. Ich dachte, ja, Tasca und Theo, geil. Nein. Lasst mich aufstehen. Ich kann immer noch kämpfen. Ich habe mich jetzt echt gefreut. Ich dachte, geil, das sind Tasca und Theo, aber nö. Habe ich irgendwas anderes hier Cooles? Nee, ne? Okay, da war die Freude mal so 2 Sekunden lang da und dann die Ernüchterung so, nee, kann ich doch nicht gebrauchen. Was haben wir hier? Zack, Widerstand und Flächenschaden. So. Boah, ich hätte echt gerne dieses Item. Das wäre total cool, wenn wir dieses Item, wenn ich dieses Item kriegen würde jetzt in dieser Session. Besitzt ihr die Kraft, diese Prüfung zu überleben? Ja, wenn du mich gleich so einen Boss hinstellen würdest, hier vielleicht. Bah. Wow. Toll, kommst hier rein, kommt dir erstmal so ein Boss entgegen, gewinselt. Erstmal eine Abbringung haben wir. Das ist wieder ein Boss-Drift. Das wird eine Herausforderung. Meine Erkenntnis wächst. Das ist wieder ein Boss-Drift hier, oder? Das wird nichts. Schaut zumindest so aus, finde ich geil. Meine Lieblingsrifts. Gürtel. Schön. So, von mir aus nur noch Boss-Rifts, habe ich gar kein... Nein. Gar kein Problem damit. Jetzt wenigstens genügend Atem des Todes hier. Wo ist Jeremy eigentlich? Da oben. Der schlägt sich hier oben rum.
Das kann ich nicht tun. Nacht umfängt euch. Ist ein Champion? Nee. Achso, geht's nicht weiter. Na gut, dann halt nicht. Jamie hat manchmal schon einen richtigen Riecher, wenn es darum geht, irgendwo abzubiegen oder hinzugehen. Ah. Okay. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Meine Wunden haben sich geschlossen. Es ist cool, wenn die Atem des Todes auch irgendwie auf der Karte markiert werden. Aber das wird, glaube ich, zu viel verlangt. Das wird nichts. Zack. Aua. Das ist unmöglich. So, ich gehe mal schnell hin. Ein Stab. Na toll. Das ist vielleicht was wir brauchen können. Also ich sammle die deshalb ein, weil es könnte echt sein, dass vielleicht irgendein Item dabei ist, was wir brauchen können. Und ja. Meistens dann aber eher nicht so. Ah. Ach, da ist doch kein Boss Rift. Gibt eine zweite Ebene. Boss Rift sammle ich, glaube ich. Oder? Ich glaube, Boss Rift ist aber keine zweite Ebene, ne? Na komm, werde ich nicht. Jamie hält bei sowas aber länger durch. Der hat mehr Widerstände oder irgendwas. Weil da kommen diese Angriffe, die was mich, wenn diese komische Frostsplitter da runterkommt. Nichts. Und diese Frostfähre, was immer das sein soll, die killt mich immer sofort, wenn die bei mir einschlägt. Verfault und das wird nichts. Jamie überlebt das irgendwie. Das kann der irgendwie besser. Ah, was soll's. Ich mach dafür mehr Damage. Noch. Ich habe gute Fortschritte gemacht. Hab ich nicht gerade schon Level gemacht? Verfault und verrottet. Das wird nichts. Achso, ja gut. Die Erfahrungsleiste springt ja auch extrem nach oben. Die ist gut. Das ist unmöglich. Wiedergänger. Ach, hier. Machen wir mal den. Achso, war schon der letzte. Zack. Nein. Euer Tod naht. Mich würde jetzt mal interessieren, aber wie das mit dem PvP ist. Du kannst in so einer Arena kämpfen, ne? Jetzt würde mich aber, also ohne Mist, mich würde es mal interessieren, so mit diesem Necro, ne? Kannst du deine Fähigkeiten benutzen? Weil das wäre mega unfair, weil ich würde einfach angreifen und einfach mega viele, aus dir wird noch eine großartige Leiche. Magier spawnen und hätte halt keiner eine Chance, dann wird halt jeder sofort, oder? Wird doch jeder eigentlich sofort sterben. Oder wie ist das mit dem PvP? Ich habe das nie wirklich gemacht in Diablo 3. Ich weiß bloß, dass sich viele geärgert haben, wie es gelöst war. Verfault und verrottet. Aber ausprobiert habe ich es, glaube ich, noch nie. Hallo? Könnten wir doch mal machen, wenn du magst, Jeremy. Einfach mal ein PvP ausprobieren. Dann sterbe ich wahrscheinlich eh. Hallo? Nein. Achso, hier. Hab die Tür nicht gesehen. Schon wieder ein Wiedergängerbogenschütze. Hab mir doch grad schon irgendwas Neues einfallen. So, Gegnervariation und so. Muss nicht immer das gleiche sein. Müssen nur einfach zu töten sein. Das ist eigentlich die einzige Anforderung, die ich an Bossgegner habe. Und an Champions. Das kann ich nicht tun. Na komm. Da. Euer Grab ruft nach euch. Ich mag diese engen Passagen, wenn die einfach... Das wird nichts.
Wenn du einfach dich hier hinstellst und die Gegner dann nach unten fallen und die Magier draufballern, dann kommen sie nämlich nicht zu dir, kommen nicht durch und du bist fein raus. Zack. Das ist unmöglich. Okay, Jeremy, spawne einen Champion bitte. So. Ich muss mal ganz kurz einen Halt dran trinken. Ich muss mich erholen. So. Ist der Gegner tot? Ja, jetzt ist er tot. Ich muss gerade ein bisschen außen rumlaufen wegen diesen Arkan-Dingern. Jetzt glaube ich nicht weiter. So, schauen wir mal nach oben. Der Portalwächter ist hier. Okay. Das ist unmöglich. Meine Macht wächst. Jo. Läufst 5 Minuten hier rein, um den Portalwächter zu töten. Der Portalwächter stirbt in 10 Sekunden. Das ist ja toll. Ich kehre in die Stadt zurück. Na gut. So, Stufe 379. Was haben wir hier? Blackthorns Kerbengürtel. Mhm. Karme von Gräfin Julia. Der alte Knochensäbel von Zumalakalis. Ah ja. Ahavarion Stab von Lysander. Lysander? Das war doof. Lysanders war auch der aus Diablo 2. Das war auch diese eine... Das war auch diese... Nenn ich der Priester. Aus jeden Fall der, was immer so gesehen hat oder so. Ich krieg's nicht mehr zusammen, was der genau gemacht hat. Aber auf jeden Fall ist das ein Charakter aus Diablo 2, aus Akt 2. Von Ludgolain. Wäre mal wieder schön, wenn ich mal wieder ein Set-Item bekommen würde. Jeremy, ich darf dir eine Empfehlung geben. Crafte dir einfach alles selber. Ohne Mist, das ist viel effektiver, wenn du das Zeug selber craftest. Als darauf zu warten, dass das Spiel dir da Sachen hinschmeißt. Niemand ist tapfer. Also ich habe jetzt schon wahnsinnig viele Set-Items in der Session gelootet, aber halt auch nicht wirklich was... Das Glück ist mit den Vergessen. Was ich brauchen das könnte. Kann ich mir nicht leisten. Tasker, Theo, bitte. Wie geistreich. Ich hasse es. Wie die Pest hasse ich es. Ja, toll. Und die Essenzen reichen halt aber auch immer nicht, ne? Das ist total bescheuert. Die Essenzen reichen halt einfach nicht. Und die Atem des Todes, besser gesagt, dass man halt da mehr draus macht. So, zack. Griffe der Essenz, ja. Juckt mich nicht. Ich brauche Tasker und Theo. Besitzt ihr die Kraft, diese Prüfung zu überleben? Bestimmt. Moment, es gibt ja ein Set, was Atem des Todes droppt. Ja, stimmt, es gibt irgendwie eins, das pro Atem des Todes noch ein zweiter gedroppt wird, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was da... Ich weiß aber gar nicht, was das war. Aber es gibt es auf jeden Fall. Es besteht aus 2 Items, glaube ich, oder? Oder aus mehr Items, aber mit 2 kriegst du, glaube ich, das dann irgendwie raus. Warte mal, ich guck mal, kann man das nicht craften sogar? Ich glaube, das kann man doch hier craften bei dem hier. Widerstand? Nein. Oh, was war denn das für ein Set? Aukeld? Nein. 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 Beinschutz. Ashara? Nee. Oh, was war denn das für ein Set?
Aber stimmt jetzt, wo du sagst, es gibt es wirklich. Ich weiß nur nicht, wie das hieß.